Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zum Corona-Talk von Asklepios. Bei mir zu Gast ist jetzt Christina Hillmann. Sie ist Studentin des Asklepios Campus Hamburg. Und damit herzlich willkommen, Frau Hillmann. Schön, dass Sie da sind. Vielen Dank. Sie arbeiten ja bereits schon neben dem Studium in der Klinik. Jetzt erzählen Sie mal, wie hat sich das jetzt in der Corona-Zeit verändert? Genau, ich bin Studentin, also wie gesagt noch im Studium und bin im Moment in St. Georg im sogenannten Rufdienst. Das spielt sich in der ZNA ab und auch werden wir sozusagen in den OP dazu gerufen, um da zu assistieren, was so eben anfällt. Und ich muss ehrlich sagen, für uns, also das, was ich jetzt berichten kann aus meiner Sicht, hat sich eigentlich gar nicht groß was im Alltag verändert. Also es ist natürlich ruhiger geworden. Das merkt man einfach dadurch, dass keine Besucher mehr vor Ort sind. Es ist ein bisschen alles wie stillgelegt und mal ein ganz neues Arbeiten. Ja. Und natürlich ist dadurch auch in der Notaufnahme ein wenig ruhiger, aber so richtig, dass ich davon jetzt irgendwie in meiner Arbeit oder in unserer Arbeit eingeschränkt wäre, zumindest das, was wir jetzt im studentischen Dienst mitkriegen, ist eigentlich nicht so wirklich da. Wie ist das mit Ihren Kommilitonen? Engagieren Sie sich auch gerade in dieser Corona-Zeit? Das, was ich, also ich habe natürlich jetzt viele lange Zeit auch nicht gesehen, aber man kriegt natürlich so ein bisschen noch was über die sozialen Netzwerke oder über unsere WhatsApp-Gruppen oder eben über Anfragen von Herrn Dr. Jermann oder die E-Mails, die man weitergeleitet bekommt. Es ist schon so, dass ein sehr, sehr hohes Engagement herrscht bei uns. Also ich kann jetzt für mein Semester sprechen, habe das aber auch gehört, dass das allgemein von unserer Uni ja sehr gut angenommen wurde und eben viele Leute auch Lust haben, um zu helfen. Ja. Toll. Wie genau muss man sich das vorstellen? Wo können Sie helfen auf den Stationen? Ich glaube, auf den Stationen ist das schwierig zu sagen. Es sind nicht nur so Stations- oder Klinikdienste, sondern man muss eben dazu auch sagen, dass solche Sachen wie irgendwie Apothekendienste oder irgendwelche logistischen Fahrten oder sei es Pflegemaßnahmen oder so, das ist eben so das, was eigentlich so für uns Studenten primär an oder eben auf dieser Liste drauf stand, was eben anfallen kann für uns an Anfragen. Ja, jetzt kommen wir zu einer ganz wunderbaren Sache, finde ich. Sie arbeiten zudem im Café mit Herz. Da betreuen Sie Obdachlose bzw. Leisten auch Ersthilfe. Mhm. Das Ganze nennt sich Stutpolli. Erzählen Sie mal davon, was genau wird da gemacht oder was machen Sie dort? Genau, das ist unsere studentische Poliklinik, daher auch die Abkürzung. Und das ist eine ganz tolle Einrichtung, muss ich sagen. Also das Café mit Herz gibt es ja schon länger. Das ist auf der Reeperbahn eine Einrichtung für Obdachlose. Dort kriegen sie einmal am Tag, glaube ich, eine warme Mahlzeit. Und da ist auch eine Kleiderkammer und es sind eben Räumlichkeiten, die diesen Menschen zur Verfügung gestellt werden, wo sie sich mal auf einen Kaffee treffen können, bisschen ja, ihr Sozialleben irgendwie fördern können. Und wir haben das große Glück, dass wir dort einen Raum bekommen haben in diesem Café mit Herz, wo wir eben unsere Stupoli aktiv werden lassen konnten. Und der Alltag sieht eben so aus, dass wir jeden Freitag, auch tatsächlich 365 Tage im Jahr, also bis auf, glaube ich, an Feiertagen, da haben wir auch beschlossen, eine Sprechstunde anbieten für Leute ohne Krankenversicherung, Obdachlose. Und das ist so, dass wir dann von 14 bis 16 Uhr jeden Freitag dort eröffnen oder dort für diese Leute unsere Türen öffnen. Und das läuft so ab, dass wir natürlich immer unter Supervision, weil wir sind ja noch Studenten, es ist immer ein ehrenamtlicher Arzt dabei, der das Ganze eben beobachtet und auch einschreitet natürlich, uns Hilfestellung gibt beim Rezeptieren, das übernimmt. Eben ohne Approbation ist das noch ein bisschen schwierig. Aber das ist auf jeden Fall immer gut bewacht. Aber es ist schon der Sinn da drin, dass wir als Studenten lernen zu untersuchen, unsere praktischen Fähigkeiten noch weiter auszubauen und eben diesen Menschen doch sehr oft auch helfen können, schon mit Kleinigkeiten. Und das ist was ganz Schönes, muss ich sagen, und macht großen Spaß. Und wir haben natürlich jetzt sehen wir eben auch, dass das in dieser jetzigen Zeit besonders wichtig ist, dass man auch diesen Menschen hilft, medizinisch. Drückt sicherlich auch sehr auf die Stimmung, oder? Wie empfinden Sie das? Was hat sich da bei den Obdachlosen verändert? Wie wird das angenommen, die Sprechstunde, mehr als vorher?
Ganz unterschiedlich, witzigerweise. Also Sie meinen jetzt in der Corona-Zeit, genau, nicht? Ja, also wir hatten ja die erste Woche geschlossen, also mussten wir schließen, mhm, einfach weil wir noch nicht die Schutzmaßnahmen bereitstellen konnten, die auch für uns als Personal wichtig sind. Ja. Haben es dann aber geschafft, mit Aufwand und Organisation diese Vorkehrungen bereitstellen zu können. Mhm. Und was für uns ein Riesenerfolg war, weil wir dadurch eben wieder eröffnen konnten und durften und eben die Chance hatten, diesen Menschen medizinische Versorgung auch in der Zeit anzubieten, wo es wahrscheinlich noch weniger Anlaufstellen als eh schon gibt. Mhm. Und ja, also im Grunde genommen muss man sagen, in meinem Dienst waren es relativ wenig Patienten, hat aber auch immer wettertechnisch ein bisschen was zu tun. Also mit Regen kommt tatsächlich immer weniger als, ja, ja, im Grunde ist so ein Mittelwetter, wenn man das so sagen kann, ganz gut, weil bei strahlendem Sonnenschein haben sie dann auch nicht irgendwie unbedingt Lust, jetzt sich reinzusetzen oder so. Und im letzten Dienst war zum Beispiel richtig viel los, also so tatsächlich in diesen 2 Stunden mit, ich glaube, 10, 12 Patienten. Also es ist in der Zeit sehr geschwankt, sodass man gar nicht so richtig eine Aussage treffen konnte. Toll, aber Sie strahlen, wenn Sie davon erzählen. Ja, das ist ein ganz, tolles Projekt. Tolle Sache, auch für die Menschen, die dann zu Ihnen kommen, ist sicherlich, mhm, auch so eine Bindung. Gibt es auch welche, die wirklich jeden Freitag, ja, diese Sprechstunde in Anspruch nehmen? Ja, das ist tatsächlich so. Wir haben, man sieht schon so die gleichen Pappenheimer immer freitags. Ja. Also das betrifft so 3, 4 Leute, die kommen sehr regelmäßig. Vielleicht jetzt nicht unbedingt jeden Freitag, aber doch viele, die sich immer regelmäßig natürlich auch ihre Medikamente abholen. Ja. Weil wir verteilen ja auch im Grunde für diese Menschen Medikamente. Mhm. Sei es irgendwie Herzmedikation, die regelmäßig eingenommen werden muss. Und darauf sind die schon sehr angewiesen. Und ja, aber ist natürlich auch schön, die dann so bekannte Gesichter immer wieder zu sehen und so den Verlauf zu sehen und zu wissen, die fühlen sich auch gut aufgehoben hier und die kommen auch wieder. Wie schön. Aber nochmal zum Schluss, vielleicht erzählen Sie nochmal von der Stimmung. Ist das eher eine positive, schöne Stimmung, weil Sie eben auch diesen Anlaufpunkt haben? Oder ist das im Moment in der Corona-Krise so schon alles sehr gedämpft, gedrückt? Ich finde ehrlich gesagt überhaupt nicht. Also da ist auch, finde ich, so wie ganz normal im eigenen Umfeld, bei meinen Freunden oder wie auch immer, geht ja jeder sehr unterschiedlich mit dieser Situation um. Manche sind sehr ängstlich, finde ich, muss man auch verstehen. Manche sind eher entspannter. Und mir macht es ehrlich gesagt immer sehr viel Freude, auch in der jetzigen Zeit dort zu arbeiten, weil man eben merkt oder weil man was geschaffen hat, was Leuten hilft in dieser Zeit, was vorher vielleicht auch schon nötig war, aber jetzt noch mehr nötig ist. Und also auf meine Stimmung drückt es ehrlich gesagt überhaupt nicht, sondern im Gegenteil. Ich freue mich, dass wir auch in dieser Zeit öffnen können für die Menschen. Und so bei den Obdachlosen, die dann auch zu uns in die Sprechstunde kommen, hatte ich jetzt auch nicht wirklich das Gefühl. Also wir kriegen natürlich schon auch öfters mal Fragen für Informationen oder wie auch immer. Aber dass sich jetzt da groß Angst breit macht, finde ich eigentlich nicht. Ich finde ehrlich gesagt, die gehen damit auch sehr entspannt und eher locker um. Und ich finde, das tut im jetzigen Alltag eher gut als andersrum. Das stimmt. Toll, dass es so Menschen gibt wie Sie. Vielen, vielen Dank für das herzliche Gespräch, ja, Frau Hillmann. Danke, danke Ihnen. Danke.